Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, Achtung, Spoiler-Alarm. Jo, heute möchte ich mit euch ganz gerne den InStyle-Adventskalender öffnen. Ich bin gespannt, was drin ist. Also stand auf der Homepage grob drauf. Hab richtig Bock drauf, weil da richtig geile Marken drin sein sollen. Also, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich trage heute übrigens natürlich ein weihnachtliches T-Shirt. Es ist ein bisschen wärmer hier, deswegen ein T-Shirt. Und zwar, es ist dieser ultra geile Pinguin. Oh, ich stehe drauf. Passen dazu natürlich der Lippenstift und die Nägel sowieso. Da der Adventskalender nicht so stehen bleiben wird, werde ich den immer runtergeklappt neben mir stehen lassen. Tut mir ein bisschen leid, aber es geht nicht anders. Der ist echt blöd aufgebaut. Es wäre ganz cool, wenn er irgendwie so ein Teil hätte, was es so aufgeklappt lassen würde. Also wir sehen drauf natürlich, dass da richtig geile Marken drin sein werden. Estee Lauder, Bumble & Bumble, Smashbox und Schlag mich tot. Richtig geil. Dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an. Achtung! Spoiler-Alarm, übrigens. Ich werde alle 24 Boxen öffnen. Wenn du nicht wissen willst, was drin ist, dann solltest du besser abschalten. Entschuldigung. Die Nummer 1. Hier steht tatsächlich sogar immer drauf, was drin ist. Von Origins, ein Clear Improvement Active Charcoal Mask to Clear Pores. Fängt super an schon mal mit einer Maske. Na, herzlichen Glückwunsch, Claudi ist glücklich. Habe mich dazu entschieden, den Adventskalender auf meinen Schoß zu legen, weil mich das tierisch nervt, dass dieser Kalender immer wieder zuklappt. Und die einzelnen Boxen da drin, die rutschen auch die ganze Zeit runter. Also ich hoffe, ihr kommt damit klar, dass er nicht die ganze Zeit jetzt neben mir steht. Ich zeige euch aber immer wieder die Türchen. Ist das okay? Ich hoffe. Ja, ihr könnt jetzt ja schlecht antworten, ne? Ich mach's jetzt einfach mal. Hier ist die 2. Guckt nicht vorher drauf. Ich will mich überraschen lassen. Von Estee Lauder. Nein, wie geil ist das denn? Die habe ich mir letztens erst bei, bei Douglas gekauft. Okay, ich hätte mir etwas intensiver angucken sollen, was in dem Kalender drin ist und dann zu Douglas gehen sollen, um einzukaufen. Egal. Die Estee Lauder Daywear BB Cream mit Sonnenschutzfaktor 35. Diese Creme hat auch die liebe Franka vom Kanal Frankas Favorites. Ich verlinke euch hier oben mal den Kanal. Empfohlen als sehr, 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 sehr schöne Tagescreme, die so ein bisschen tönt. Also auf jeden Fall was auch, was man nehmen kann, um das ganz normal während der Arbeit oder so zu tragen. Das ist jetzt in der Farbe Medium. Ich bin wirklich gespannt, ob das auch meinem Hautton entsprechen wird. Also die einzelnen Boxen fühlen sich mega schön an. Die Oberfläche ist schön samtig, finde ich. Also von der Beschichtung her gefällt mir richtig, richtig gut. Ja. Die Nummer 3. Hier haben wir etwas, was ich auch in Verwendung habe und was ich liebe. Das ist so ein Haarprimer von BB, heißt das, Bumble & Bumble, genau. Richtig cooles Zeug. Also das macht meine Haare richtig schön griffig und ja, toll. Also ich benutze das immer nach dem Duschen, mache mir das ins nasse Haar und föhne mir dann die Haare. Und ich finde, meine Haare fühlen sich jetzt nicht mehr so fisselig an, als würden die in alle Richtungen abstehen oder so. Also ein richtig, richtig tolles Produkt, was ich jetzt einmal schon aufgebraucht habe, in dieser Größe tatsächlich. Und aktuell in einer etwas größeren Größe in Verwendung habe. Und danach werde ich das hier direkt verwenden. Also bislang sind das wirklich Produkte, die ich brauchen kann. Toller Kalender, sagte sie bei Nummer 3. Aber gut, wir gucken mal weiter und sind bei Nummer 4. Von Clinique, eine Moisture Surge. Ein feuchtigkeitsspendendes, belebendes Konzentrat. So, sehr, sehr schön. Das ist auch wieder so eine kleine Größe, was ich auch vollkommen in Ordnung finde. Ich habe zurzeit ganz viele kleine Größen, da kann man sich auch einfach mal so ein bisschen durchtesten. In Pink oder auch Rosa. Oh. Wunderschön. Dadurch, dass du auch hier diese ganzen kleinen Boxen hast, ist es auch wieder verwendbar und das finde ich auch schon wieder toll. Ja, der Kalender macht sich jetzt schon beliebt. Die Nummer 5. Aveda Invati Advanced. Ein Shampoo. Guck mal, finde ich schön. Was soll das Shampoo machen? Ein Peeling-Shampoo? Ach,
Was machen denn Peeling-Shampoos? Pflegen vielleicht die Kopfhaut? Oh, das riecht sehr, sehr frisch. Ja, mal gucken. Werde ich ausprobieren, werde ich euch berichten, wie es war. Schöne Farbe übrigens. So, Nikolaus, wo bist du? Die Nummer 6 ist hier. Also ich finde, vom Design her ist es relativ schlicht gehalten, aber auch nicht zu schlicht. Deswegen ansprechend ist der Kalender auf jeden Fall. Schade ist es, dass man halt immer diese Klappe hat, die man nicht permanent auch haben kann. Ja, aber dafür hast du dann vorne diesen Weihnachtsstern drauf. Das ist dann auch ganz schön. So, von Estee Lauder, Pure Color Love, ein Lippenstift in Rot, Rouge à Lèvres oder sowas. Nee, in der Farbe 485 Violet Ray. Ich mache ihn mal auf, aber ich denke nicht, dass er bei mir bleiben wird, weil ich jetzt nicht so der Fan von lila Lippenstiften bin. Muss ich ganz ehrlich sagen, oh, ist das schön. Oh, wegen der Verpackung würde ich den ultra gerne behalten. Aber man kann die Sachen nicht nur wegen der Verpackung behalten. Oh, guck dir das an. Und dann ist da ein Herz drauf. Sieht man das? Der ist ultra schön. Und riecht auch so schön. Aber ich werde niemals, niemals lila Lippen tragen. Schade. Richtig schade. Hat jemand von euch auch den InStylebox Adventskalender? Und gibt es vielleicht auch andere Farben als die 485? Heißt, hatte ich einfach Pech? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Oh, das finde ich jetzt schade, weil ich diese Verpackung so schön finde. Und ich finde diese Lippenstiftform so schön. Aber den werde ich auf jeden Fall verschenken, verlosen, wie auch immer. Schade. Ach Mensch, aber naja, das ist das erste Produkt, was nicht bei mir bleiben wird. Alle anderen bislang finde ich richtig geil. Oh, hätte ich nur eine andere Farbe gehabt, das ärgert mich jetzt so, weil ich den so ultra schön finde und der riecht so gut und alles. Oh Menno, man kann nicht alles haben im Leben. Die 7. Die 7 habe ich auf jeden Fall. Sehr leicht. Oha, was ist das? Make-up Ward Lash. Das ist hier sowas. Mascara Volume E-Curve. Mascara für Volumen und mehr Länge. Schön. Wird auf jeden Fall in meinem nächsten Mascara-Test getestet. Oder in einem. Finde ich witzig. Sieht ein bisschen aus wie die Troublemaker-Mascara von Urban Decay, aber nicht so extrem. Du hast Gummibürstchen hier dran. Sehr gerade das Ganze. Und das ist halt so eine kleine Tube. Ich freue mich drauf, das ausprobieren zu können. Witzig. Witzig, witzig. Das war die 7. Gehen wir weiter zu der Nummer 8, die sich hier befindet. Die Nummer 8 von Smashbox. Ein Photo Finish Primer Water. Schön. Kann man sich das dann so aufsprühen? Ja, das sprüht man sich auf und dann hast du einen Primer. Richtig geil, freut mich. Silicon-free, Alkohol-free, Oil-free. Jo, freue ich mich drüber. Von Smashbox habe ich, glaube ich, noch gar nichts. Die Nummer 9. Und drin haben wir von DKNY Stories ein Eau de Parfum. Guck mal, sowas finde ich schön. Das hat mich ja ein bisschen bei dem Flaconi Adventskalender etwas geärgert, dass du halt nur so kleine Proben drin hattest. Und hier hast du halt Luxusproben. Das finde ich schön. Das ist eine gute Größe. Guck mal, wie schön. Ah, schade. Aber halt nur so, ha, ein Pumpzerstäuber wäre nett gewesen. Oh, das riecht schön. Das riecht richtig schön frisch. Oh, das werde ich mir... Nee, umfüllen ist auch doof. Vielleicht kann ich da einfach einen reinmachen von denen, die ich habe. Und dann kann ich das als Sprayer benutzen. Das wäre total cool. Aber schön. Das gefällt mir auch von dem Flakon her. Ja. Die Nummer 10. Gutschein für 2 Beauty-Behandlungen bei ihrer persönlichen Klinik-Consultant. Finden Sie Ihren passenden Moisturizer individuell abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse, Ihre Haut. Und dann kriegt man 10 ml geschenkt. Okay. Passend dazu gibt es die perfekt pflegende Foundation für einen Glowy oder matten Teint nach Wunsch. 15 Minuten lang. Okay. Zusätzlich erhalten Sie gratis unseren Bestseller in Originalgröße. Take the Day Off Make-up Remover for Lids, Lashes and Lips im Warenwert von 21,50 Euro. Da bin ich wirklich gespannt. Wir wohnen hier echt auf dem Land. Wo es hier dann sowas gibt. Ach, guck mal, dann ist hier sowas mit dabei. Teilnehmende Klinik-Counter. Ja, wenn ich hier so drauf gucke, dann sehe ich, dass ich ungefähr eine Stunde fahren muss. Das finde ich jetzt ein bisschen blöd. Aber ich werde es überleben. Auf jeden Fall
hier ein Gutschein. Hätte ich cool gefunden, dass hier was drin wäre, aber stimmt wohl. Das Problem ist bei der ganzen Geschichte, dass es ja nicht auf einen persönlich abgestimmt ist. Naja, muss ich eine Stunde fahren, um da mir einen Termin machen zu können. Also, ihr kennt, glaube ich, so ein bisschen meine Einstellung zu Gutscheinen in Adventskalendern, aber das Leben ist hart und ungerecht. So, die Nummer 11. Von Origins Drink Up Intensive Overnight Mask to Quench Skin's Thirst. Aha, guck mal, eine Übernachtmaske, das finde ich wirklich interessant. Die Farbe ist jetzt nicht ganz so hübsch. Ich hoffe, dass man die nicht auch dann so im Gesicht hat und aussieht wie Shrek. Nachtmaske zur Durststillung der Haut. Einfach drauf machen wahrscheinlich und abwarten. Ich habe bei sowas immer ein bisschen Schiss. Ich bin ja ein Bauchschläfer. Stimmt hier oben mal ab, ob ihr Bauchschläfer, Seitenschläfer oder Rückenschläfer seid. Ich bin Team Bauchschläfer. Wenn ich das benutze und dann auf dem Bauch liege, sprich mit dem Gesicht dann ja auch im Kissen, ist das nicht danach alles im Kissen und sehe ich dann nicht aus, als wäre alles verrutscht? Egal. Wir gucken einfach mal. Ich bin wirklich gespannt. Ich werde das auf jeden Fall am Wochenende ausprobieren müssen. Aber ganz ehrlich, die Produkte in diesem Kalender gefallen mir wirklich gut. Hier haben wir die Nummer 12. Auch wenn das ein oder andere vielleicht nichts für mich ist, aber im Großen und Ganzen richtig geil. Estee Lauder Advanced Night Micro Cleansing Foam. Guck mal, auch schön. So eine Nachtcreme, der dich auch noch reinigt. Ja, das ist so ein Nachtschaum, den du quasi nimmst, bevor du schlafen gehst, damit nochmal einmal das Gesicht richtig schön gereinigt wird und du dann ganz entspannt schlafen kannst. So, 13. Tada! Etwas größer, würde ich mal so sagen. Ziemlich genauso groß wie die 1. So, und drin haben wir von Lab Series eine Rasiercreme. Okay, das ist aber für Männer. Das heißt, das wird auf jeden Fall weitergegeben. Schade, dass ich schon den Adventskalender für die Männer zusammengestellt habe. Das wäre sonst super mit da reingekommen. Die Nummer 14. Und drin haben wir von Estee Lauder Advanced Night Repair. Guck mal, eine Nachtcreme von Estee Lauder. Hier sind richtig, richtig gute Marken drin. Das ist ein guter Kalender. Kann ich euch empfehlen, jetzt schon. So sieht es aus. Richtig cool. Ein schöner Tiegel. Riecht sehr, sehr dezent, aber das finde ich auch gut. Für die Nacht brauche ich jetzt nicht so ein extrem riechendes irgendwas, weil sonst ist es tatsächlich so, dass man auch nicht gut schlafen kann, finde ich. Also ich brauche jetzt auch nicht im Bett viel Gerüche oder sowas haben. Also viel, so kennt ihr zum Beispiel so Kissensprays oder sowas, bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Die Nummer 15 ist hier. Und drin haben wir von Smashbox Fotofinish Foundation Primer. Hä? Das war eben drin und das ist jetzt drin. Das hier ist ein Gel-Primer und wo ist hierzu der Unterschied? Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wo zu diesen beiden Produkten der Unterschied ist, weil ich auch einfach Smashbox nicht kenne. Das ist ein bisschen schade. Aber gut, habe ich hier nochmal einen Primer von Smashbox drin. Vielleicht sind es einfach unterschiedliche Primer, einmal zum Sprühen und der ist dann vielleicht ein bisschen leichter und dann der andere, den ich jetzt drin habe, der ist dann vielleicht ein bisschen geliger. Das weiß ich nicht. Oder wenn du vielleicht den einen Primer benutzt, ist das halt als genereller Primer. Da musst du nicht danach noch eine Foundation nehmen. Und nach dem hier jetzt wohl? Ich habe keine Ahnung. Die Nummer 16. Wieder von Clinique. Schön. Lip Color and Primer. Rouge Intense Base. Aha. So sieht die Verpackung aus. Clinique Pop. 14 Plum Pop. Steht da drauf. Ich kann da nichts für. Oh, wunderschöne Farbe. Wer hätte das gedacht, dass die Frau das sagt? Oh, ist das schön. Das ist eine wirklich schöne Farbe. Oh, ja. Riecht nach nichts. Sieht wunderschön aus. Das ist ein schönes, nudiges, ne? Ich will den jetzt swatchen. Oh, richtig schön weich. Oh, mega schöne Farbe. Die gefällt mir richtig gut. Ja, cool. Was das jetzt mit Primer und so zu tun hatte, keine Ahnung. Aber ich finde es schön. Nicht nur die Verpackung, auch den Inhalt mag ich, wird auf jeden Fall verwendet. Mega geile Farbe. Die Nummer 17.
dann habe ich hier und drin habe ich von Estee Lauder Revitalizing Supreme Plus Global Anti-Age Cell Power Cream. Ja, darf ich wohl bestimmt schon verwenden. Globale Anti-Aging Cream mit Cell Power Effekt. Boom! Oh, ich finde diese Tiegel von Estee Lauder so hübsch. Die gefallen mir einfach richtig, richtig gut. Und die riechen einfach nach nichts, ne? Das ist einfach sehr, sehr dezent. Riecht einfach nach einer Pflegecreme. Aber halt nicht zu intensiv, mag ich mega. Da freue ich mich drauf. Und drüber. Und überhaupt und sowieso. Was ein geiler Adventskalender. Yay! Ich bin jetzt bei der 17 und immer noch so dermaßen geflasht. Das ist so richtig, richtig geil. So, gehen wir rüber zur 18. Das haben wir hier. Und drin habe ich etwas von Glam Glow. Und zwar Hollywood California Gravity Matte Firming Treatment. Eine Maske. Wuhu! Wunderbar, wunderbar. Okay, das muss man drauf machen, ganz dünn. Dann 20 bis 30 Minuten trocknen lassen. Dann wird die Maske die Farbe verändern. Und dann muss man es einfach nur abwaschen. Werde ich mit euch austesten, Leute. Oh, da habe ich Bock drauf. Richtig cool. Gehen wir weiter zu der Nummer 19. Hier ist sie. Und wieder Clinique. Dramatically Different Moisturizing Lotion. Boom! Hier ist eine gelbe Lotion. Eine Feuchtigkeitsemulsion plus. Okay. Gefällt mir. Ich mag Gesichtspflege. Ich mag es wirklich sehr. Man kann sein Gesicht gar nicht zu viel pflegen. Also eigentlich schon, ja, kann man. Aber ich mag es einfach, wenn man das Gesicht pflegt und dann diesen Effekt sieht und sich denkt, wow, es hat wirklich was gebracht. Das mag ich wirklich gerne. So, gehen wir weiter zu der Nummer 20. Die ist riesengroß, aber leicht. Okay, es ist wieder ein Gutschein. Ein Gutschein von MAC. Wir verwöhnen Sie mit einem 30-minütigen Make-up-Service. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin mit Ihrem MAC-Artist. Okay. Naja, ich werde auf jeden Fall mal gucken, wo bei uns in der Nähe ein MAC-Store ist. Und dann, meine Güte, ich kann mich hier richtig verschönern lassen von Barbour-Produkten und hast du nicht gesehen. Also aus dem anderen Adventskalender noch von Barbour. So. Die Nummer 21. Oh, das geht bald schon dem Ende zu. Nein, das finde ich doof. Von Aveda. Wieder ein Invati Advanced. Und das ist ein Scalp Revitalizer. Haarpflege ohne Ausspülen. Okay, aber was bist du? Einmal täglich anwenden, das Haar abschnittweise hochheben und direkt auf die Kopfhaut sprühen. 16 Mal gleichmäßig über den Kopf verteilt sprühen. Da steht wirklich 16 Mal. Man das? Hä? Okay. Ja, das ist wohl gegen Haarausfall. Also ich kenne dieses Produkt nicht und ich brauche es auch nicht. Das heißt, es wird dann wahrscheinlich demnächst mal irgendwie verlost, wie auch immer, weitergegeben, aber wird nicht bei mir bleiben, weil ich das auch so nicht brauche. Und was soll ich mit Produkten, die ich nicht brauche? So, die Nummer 22 haben wir hier. Und da habe ich drin von MAC Prep and Prime. Ach, das kenne ich doch schon. Skin Base Visage. Eine Mini-Probe, oder nicht Mini-Probe, eine Luxusprobe, weiß ich nicht, eine Probe. Das ist auf jeden Fall so eine Art Primer, glaube ich, war das. Ja. Ziemlich viele Primer hier drin, aber gut, ich meine, was willst du machen, ne? Es ist halt sehr pflegelastig, der Kalender, und dann musst du natürlich mehrere Sachen gleichzeitig doppelt drin haben, wie halt Gesichtscreme oder wie auch immer, aber das finde ich nicht schlimm. Das sind ja so kleine Typen. Typchen, die werden ja schnell aufgebraucht sein, also von daher, keine Sorge, das kriegen wir alle schon leer. So, die Nummer 23 ist hier. Und drin verbirgt sich wieder von Aveda Invati ein Conditioner, super. Dieses Shampoo hatten wir ja schon und jetzt ist es nochmal die passende Spülung dazu. Das soll dann irgendwie im Laufe der Zeit die Haare dicker machen, aber hier steht was von 12 Wochen. Ich denke nicht, dass ich da 12 Wochen mit hinkomme, vielleicht 2 Tage. Wenn es hochkommt. Leute, wir sind schon bei Weihnachten angekommen. Ich finde den Kalender toll. Ich will nicht, dass es aufhört. Wirklich nicht. Oh. Hier haben wir schon die 24. Aber sie ist schwer. Wow. Da haben wir von Clinique Moisture Surge
27-Hour Auto Replenishing Hydrator. Und das ist ein richtig großer Tiegel. Richtig, richtig cool. Ich finde sowas ja wunderschön, ne? Oh, ist das hübsch. Richtig schön. Das gefällt mir. Sowas ist ja auch echt nicht billig, ne? Also von daher, mega geil. Das ist berechtigt in der Nummer 24 in der Größe. Wow. 30 Milliliter. Wow. Das war schon der Adventskalender. Ich hätte gerne noch mehr ausgepackt. Weil es lief doch ganz gut hier. Also ich fand den Inhalt wirklich toll. Gefällt mir richtig gut. Ist natürlich halt sehr, sehr pflegelastig. Also wenn man den Adventskalender kauft, muss man halt ja wissen, dass es halt sehr viel Pflege drin sein wird. Aber ich finde es großartig. Ich bin ja ein Fan von Pflege, deswegen für mich der perfekte Kalender, Leute. Ja, ich blende euch hier mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Ich rechne das mal irgendwie so ein bisschen auseinander. Ja, ich weiß nicht, was sagt ihr zu dem Kalender? Hat es sich gelohnt? Habt ihr erwartet, dass da so geile Produkte drin sind? Ich meine, ich habe ja die InStyle-Box im Abo und habe ja bei der ersten Box auch schon gemerkt, wie krass geil die einfach ist. Also Wahnsinn. Deswegen, ja, war man schon so ein bisschen darauf vorbereitet, dass der Kalender recht cool werden könnte. Aber dass der so gut wird, hätte ich nicht mitgerechnet. Ja. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ich verlinke euch hier mal meine Playlist von den ganzen Adventskalender-Openings. Hier unten verlinke ich euch meinen letzten Upload. Und hier könnt ihr mich kostenlos abonnieren. Habt einen schönen Tag, einen schönen Abend. Lasst es euch einfach gut gehen. Fühlt euch ganz doll gedrückt von mir. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!